Hallo zusammen. Als Gebäudetechnikplanerin bist du der Kopfmensch unter den Handwerker. Du planst in Absprache mit dem Bauherr und dem Architekt alle Installationen im Bereich Heizung, Lüftung oder Sanitär. Du arbeitest viel auch am Kompi in einem Büro. Da führst du alle nötigen Berechnungen durch und zeichnest Pläne für die Montage. Darum ist es wichtig, dass der Mathe und Geometrie liegen. Als Gebäudetechnikplanerin bist du echt eine gefragte Person. Du musst auch gerne mit Menschen umgehen können. Du musst nämlich mit der Bauleitung und den Monteuren alle Details besprechen. Und sicherstellen, dass alles richtig installiert wird. Die Lehre, die geht 4 Jahre. Und du kannst dich auch easy weiterbilden. Zum Beispiel zum Sanitärplaner oder an der HF. Wenn du Berufsmatur machst, kannst du auch studieren an der Fachhochschule. Der Weg kann sogar bis zum eigenen Planungsbüro führen. Dann bist du der Chef. Oder die Chefin. Und die Lehrstelle hat es im Fall auch noch offen. Am besten gehst du mal zum Schnuppern in ein Planungsbüro. Dann merkst du schnell, ob es dir gefällt. Tschüss! Wäre doch cool, wenn wir uns auf einer Baustelle sehen würden.